Naturwissenschaftlicher Beweis, dass der Kapitalismus unbedingt beendet werden muss. Naturwissenschaftlicher oder sogar naturgesetzlicher Beweis, also mit der Kraft eines Naturgesetzes, des Naturgesetzes von Mutation und Selektion, das zuerst Darwin und Wallace beschrieben haben. Dieses Naturgesetz von Mutation und Selektion sagt, beweist eindeutig, dass wir den Kapitalismus beenden müssen, wollen wir nicht weiterhin alles zerstören und irgendwann vielleicht auch sogar alles menschliche Leben zerstören. So, wie gehen wir vor? Wir googeln wie immer. Wir googeln heißt heutzutage bei hier nur noch markieren, rechte Maustaste, Google nach, fertig. Jetzt haben wir hier dann die Homepage an der zweiten Stelle von Scientists for Future 2, Initiative Weltrat. Und jetzt sind wir schon auf der Seite. Jetzt ziehen wir das noch schnell rüber, damit man das besser im Video sehen kann. Und dann geht es hier runter. Und dringende Empfehlung, Vorschauen dieses Videos, bitte die Videos 1 und 2 schauen, die Videobriefe an Greta Thunberg 1 und 2 schauen, also auch das Video Hallo Greta, ihr könntet schon längst am Ziel sein, sozusagen. Und jetzt geht's los hier. Es geht also um das zweite Beispiel, an dem der naturwissenschaftliche Beweis, dass der Kapitalismus beendet werden muss, aus naturwissenschaftlicher Sicht, an dem das verdeutlicht wird, und zwar am Gesundheitssystem. Machen Sie sich wieder genau wie oben beschrieben ein Bild vor Ihrem inneren Auge. Stellen Sie sich bildlich zwei kleine Männchen vor. In einem der beiden Männchen, zum Beispiel einem Arzt, damals Schamane genannt. Also, das muss ich nochmal kurz darstellen. Also in den ersten zwei Videos wird ja deutlich gemacht, dass es darum geht, hier ein Männchen einzuzeichnen mit einem großen Kopf und hier ein Männchen mit einem großen Kopf. Und das linke sozusagen Männchen kriegt in seinen Kopf ein I rein für ein Irrtumsmem, also für einen verhaltenssteuernden Gedächtnisinhalt, der auf Irrtum und Unwahrheit fußt. Und rechts das Männchen kriegt in den Kopf ein Wahrheitsmem, also ein W für ein Wahrheitsmem. Und dann jetzt schauen wir wieder, genauso wie beim Ernährungssystem, schauen wir jetzt dann an, was passiert denn dann? Wie läuft die Evolution, wenn wir solche Rahmenbedingungen haben, wie wir sie im Kapitalismus kennen oder auch im Präkapitalismus kennen? Gucken wir mal hin. In einem der beiden Menschen, zum Beispiel einem Arzt, damals Schamane genannt, entstand vor vielen zigtausenden von Jahren genauso zufällig und absichtslos, wie eine Mutation im genetischen Kontext entsteht, eine absichtslose Zufallsmutation im mimetischen Bereich. Ein erstes Irrtumsmem, also eine erste Irrtumskognition oder ein Irrtumsgedanke oder Gedankengebäude, also ein erstes Irrtumsmem oder ein erster Irrtumsmemplex im Gegensatz zu einem Wahrheitsmem. Zum Beispiel glaubt also dieser Schamane irrtumsartig, also glaubt diesen Irrtum zum Beispiel, dass ein bestimmter vermeintlicher Heiltrank Gesundheit fördern würde, wobei in Wahrheit nur das Schmerzsignal oder die Krankheit bloß vorübergehend unterdrückt wurde. Man denke an die berühmte Symptomunterdrückung oder daran, dass das Symptom behandelt wird und nicht die Ursache.
später kam dann die nur unterdrückte Krankheit, deren Ursachen weiter ihre Wirkung entfalteten, immer wieder als angeblich neue, vermeintlich andere Krankheit zum Vorschein. Der Kunde wurde also zum chronisch Kranken und damit zum Dauerkunden und zur Dauereinnahmequelle für den Schamanen. Jetzt machen wir einen kleinen Kurzexkurs, also zwei Beispiele, damit man erkennt, so zwei praktische Beispiele aus der heutigen Zeit, wie solche Irrtumsmeme, also solche Irrtumsmemplexe, irrtümliche Denkgebäude in der Praxis aussehen können heutzutage von zwei Ärzten. Also zwei Beispiele. Zweier Ärztinnen von tausenden von Beispielen. Das erste aus einer TV-Sendung. Eine Schwangere kommt wegen Sodbrennen zum Arzt. Er ist aufgrund des Unterrichts seines Professors Irrtumsmemträger und verschreibt ihr deshalb ein magensäurereduzierendes Mittel. Dadurch werden langkettige Moleküle in der Nahrung nicht ausreichend zersetzt, geraten in den Körper, lösen Allergien in Mutter und Kind aus. Das Irrtumsmem führt in der Folge zu unzähligen Verdienstmöglichkeiten in der ganzen Umgebung, da Mutter und Kind jahrelang wegen Iatrogen, also durch den Arzt erzeugten Allergien, von Praxis zu Praxis rennen müssen, wodurch alle Schüler des irrtumsmemtragenden Professors als gut genährt überleben in der Evolution. Beispiel der zweiten Ärztin. Eine Frau bekommt von einem irrtumsmemtragenden Arzt ein blutfettsenkendes Medikament verschrieben. Dies führt zu einem Mangel an Coenzym Q10 und zu schrecklichsten Muskelschmerzen über fast 10 Jahre hinweg. Die ganze Region verdient an der wegen ihrer Schmerzen von Praxis zu Praxis wandernden Patientin. Erst die Ärztin, übrigens unserer Liste, unserer Literaturliste oder Empfehlungsliste, regt eine Ernährungsumstellung an, die Blutfettwerte normalisieren sich, das Medikament kann problemlos abgesetzt werden, die schrecklichen Schmerzen verschwinden endlich nach einer Odyssee von fast 10 Jahren und niemand verdient mehr etwas an der Patientin. Im aktuellen falschen System. Im neuen richtigen System, also nach dem Kapitalismus, würde die Ärztin jahrzehntelang Belohnungsausschüttungen als Dank dafür bekommen, dass sie aus der chronisch Kranken eine chronisch Gesunde gemacht hatte. Zurück zum Evolutionsprozess der Anfangszeit. Die in Wettbewerb zum Irrtumsmeme tragenden Schamanen stehenden, Wahrheitsmeme tragenden anderen Schamanen starben als Schamanen aus, mussten diesen Beruf an den Nagel hängen, weil der Beruf sie nicht ausreichend ernähren konnte. Während die Schüler und Kinder des irrtumsmemtragenden Schamanen gut genährt waren und sich in der memetisch-genetischen Evolution mitsamt ihrem Irrtum weltweit ausbreiteten. Ich skizziere das nochmal, so wie das beim Ernährungssystem war. Hier sind die Irrtumsmemträger. Der Irrtumsmemträger schafft sich selber Dauerkunden durch seinen Irrtumsmem. Dadurch hat er viele gut genährte Kinder und sehr viele Schüler, weil die Schüler wollen genauso gut genährt werden wie er selber auch. Dadurch sind hier vielleicht 8 Kinder, während bei dem Wahrheitsmemträger, der ja eigentlich nur Gesundheit fördert und nicht chronisch Kranke erzeugt und nicht Dauerkunden erzeugt, durch seinen Wahrheitsmemträger kann er nur 2 Kinder ernähren und zieht höchstens mal einen Schüler an, der verrückt ist oder der
irgendwie wahrheitsliebend ist aus irgendeinem Grunde, aber und das Wahrheitsliebende geht bis heute und bis zum Jahre 2020 und die Wahrheitsmeme sind ganz selten, sind nur ganz wenige Personen auf der Welt, die überhaupt einige Wahrheitsmeme tragen. Wir haben natürlich versucht, bei den Scientists for Future alle solche zu sammeln, die wirklich in weiten Bereichen Wahrheitsmemträger sind. Und hier geht der Baum riesig auseinander. 8 Kinder. Beim nächsten Mal vielleicht 30 Kinder. Und also geht explosionsartig auseinander. Und am Ende haben wir im Jahre 2200 Millionen bis Milliarden Irrtumsmeme-Träger im Gesundheitswesen und das kapitalistische Gesundheitswesen verwandelt die ganze Welt in ein einziges Krankenhaus und entfernt uns immer weiter von unserer Fähigkeit, 127 gesunde Lebensjahre zu haben und hat uns ja jetzt schon gebracht auf 47 gesunde Lebensjahre. Ab da sind im Durchschnitt die meisten Menschen schon chronisch krank. Und dann sterben wir auch mit 87, 40 Jahre früher. Also man kann sagen, unsere Lebenserwartung von 127 wird durch den Kapitalismus verkürzt auf 87. Und die Gesundheitserwartung der Menschen wird, also dass man gesund bleibt, wird von 127 reduziert auf 47 Jahre, also nochmal 40 Jahre. Also das heißt, wir haben eigentlich nur noch im Kapitalismus nur noch 47 einigermaßen gesunde Jahre. Wir haben ja auch schon viele junge Leute, die schon chronisch krank sind und so weiter, weil der Kapitalismus alles kaputt macht. So, jetzt gibt es weitere Beispiele. Ein Beispiel dafür ist die gerade im ZDF Terra X vorgestellte Tatsache, dass im Mittelalter ein Antibiotikum existierte, das sogar die heutigen multiresistenten Krankenhauskeime tötet, während die heutigen Antibiotika mit ihrer geringeren Wirksamkeit und mit ihren großen Nebenwirkungen das Gesamtgeschäft vergrößern. Das Mittelalter-Antibiotikum musste aussterben, weil es noch zu viele Genesungschancen bot, zu wenig Irrtumsmeme, noch zu viele Wahrheitsmeme beteiligt waren und musste modernen Antibiotika weichen, die endlich auf mehr Irrtumsmemen basierten und damit weniger Genesungschancen, aber bessere geschäftliche Einnahmen ermöglichten auf Kosten der Gesundheitschancen auch jedes Milliardärs, Aktionärs, Topmanagers, Chefredakteurs, Lobbyisten und Politikers. Also man kann sagen, der Kapitalismus ist auch für Milliardäre mörderisch und lebensgefährlich und bedrohlich und lebensverkürzend und alles. Also der Kapitalismus muss nicht nur beendet werden, weil es jetzt irgendwelche armen Leute wollten, sondern jeder Milliardär sollte sich unbedingt einsetzen für die Beendigung des Kapitalismus, denn der Kapitalismus zerstört sein Leben. Ja? Bringt ihn zwar im Moment vielleicht viel Geld, aber dafür zerstört es sein Leben und die Gesundheit seiner Kinder und Enkel und Urenkel. Und gerade zeigt die Tagesschau, wie die Negativevolution immer weiterläuft. Noch nie war die Zahl der Gesundheitsschäden durch Implantate so groß wie in diesem Jahr. Das Geschäft brummt, weil die Fehlanreize immer mehr Gesundheitsschädigungen hervorbringen. Die wirtschaftlichen Fehlanreize zwingen die Ärzte dazu, ungeprüfte Billigimplantate einzubauen. Denn nur so verdienen sie ausreichend beim Einbau und dann noch einmal zusätzlich beim Wiederausbau bzw. der Reparatur der Schäden. Will der Manager, Aktionär oder Milliardär mitsamt seinen Lieben auf Grundlage von Wahrheitsmemen im Gesundheitsbereich versorgt werden, muss er die mediale Diskussion der Änderungen der Rahmenbedingungen im Gesundheitsbereich am besten weltweit unterstützen und fördern.
Also um es nochmal klar zu sagen, der Milliardär sollte sich, wenn er intelligent genug sein sollte, diesen naturwissenschaftlichen Beweis zu verstehen, dann sollte er selbst alles dafür tun, den Kapitalismus zu beenden. So, denn erst ab dann können und dürfen erstmals alle Massen von Forschern weltweit nach Wahrheitsmemen im Gesundheitsbereich fahnden und die Irrtumsmeme, die bisher das Geschäft brachten, enttarnen bzw. aufdecken. Und erst dann können die weltweiten Massen an Forschern dem Milliardär und dessen Lieben zu einem sehr langen, sehr gesunden und sehr glücklichen Leben verhelfen. Stellen wir uns einen heutigen Top-Manager oder Großaktionär als Kunden vor, so ist der heutige Arzt ganz genauso wie jeder Bio-Supermarkthändler oder 10-Sterne-Restaurant-Inhaber angefüllt mit tausenden von Irrtumsmemen, die eben der Kapitalismus erzeugt, die in den letzten vielen zigtausenden von Jahren den Schamanen und Ärzten jeweils Dauereinnahmequellen gesichert haben, weil sich durch die ungünstigen Selektionsbedingungen, die unglücklichen zivilisatorischen Anreizkonstellationen bzw. Rahmenbedingungen diese Irrtumsmeme im Mempool anhäufen und aufsummieren mussten. Wobei fast alle gesundheitsbezogenen Wahrheitsmeme ausgestorben sind, in der Selektion unterlagen und durch Irrtumsmeme ersetzt wurden, die sich mit den durch die Dauereinnahmen gut genährten Schamanen bzw. Ärzten überall ausgebreitet haben. Jetzt kann der Manager oder Aktionär so viele Millionen als Erfolgshonorar in Aussicht stellen, wie er möchte. Der Arzt kann ihn allen Millionen zum Trotz nicht besser behandeln oder anleiten, weil er die im Studium gelernten Irrtumsmeme für absolute Wahrheiten hält und auch das fürstlichste in Aussicht gestellte Erfolgshonorar kann nichts daran ändern. Der Arzt wird den Milliardär genauso fehlbehandeln müssen wie den Armen. Und auch der allerbeste Betriebsarzt wird den Krankenstand in der Industrie genauso unausweichlich vergrößern müssen, denn auch er hält selbstverständlich die anstudierten Irrtumsmeme fälschlicherweise für Wahrheiten. Und weil für fast alle Menschen diese Zusammenhänge bisher unsichtbar waren, dachten sie, sie würden schon leben. In Wahrheit ist uns bisher fast alles Leben durch derartige und ähnliche noch schlimmere Prozesse geraubt. Weder wissen die Menschen, was Leben ist, noch haben sie bisher je etwas davon erleben können. Ja, das heißt, das letzte Mal wussten Menschen noch, was Leben ist, vor 400.000 Jahren vor der Erfindung der präkapitalistischen Wirtschaftsformen und der präkapitalistischen Tauschhandelsformen. Ja? Also das heißt, der Kapitalismus verhindert, dass Menschen überhaupt leben dürfen, ja? Und leben können, weil er ist der Alleszerstörer. Ja? So, zum Glück für uns alle können nach über 50 Jahren Arbeit daran die Scientists for Future 2 diesen ganzen Schlamassel problemlos reparieren und reformieren. So, und jetzt lese ich noch zum Schluss für heute noch vor, wie sieht denn die Lösung aus? Wie machen wir den ersten Zwischenschritt weg vom Kapitalismus? Wie sieht der erste Schritt aus zur idealen menschlichen, sozialen Gesellschaft? Jeder wie er mag, wir können das dann Urkommunismus nennen oder Ursozialismus oder echter Urkommunismus oder echter Sozialismus nennen. Die Namen spielen keine Rolle. Aber wie sieht der erste Zwischenschritt aus, dass wir wegkommen vom Kapitalismus und anfangen, den Kapitalismus Stück für Stück und Schritt für Schritt zu überwinden? Hier im Internet gefunden, der Text. Die Lösung ist
der Wirtschaft einen staatlichen Rahmen zu geben, der Gewinne nur noch zulässt aufgrund von bewiesenen Verbesserungen meiner Gesundheitsdaten und Wohlfühlnote. Dadurch verschwinden die Marktzwänge. Dadurch verschwinden die Marktzwänge, die Umwelt zu plündern, zu zerstören, zu verdrecken, weil dadurch Gesundheit und Lebensqualität der Menschen verschlechtert werden, was die Gewinne zukünftig reduzieren würde. Also der erste Schritt ist erstmal alles umzudrehen. Der Kapitalismus sozusagen zerstört die Umwelt und plündert sie und generiert damit die größten Gewinne. Wir drehen das Ganze im ersten Schritt erstmal um den Kapitalismus erstmal im ersten Schritt schon mal grundsätzlich zu beenden. Gibt es Gewinne überhaupt, solange sie es jetzt überhaupt noch gibt? Gibt es sie nur noch, wenn mein Wohlbefinden messbar verbessert wurde anhand meiner Wohlfühlnoten, die quasi eine zweite Wahlstimme sind? Und anhand meiner Gesundheitsdaten, die alle nur unter maximalem Datenschutz erhoben werden. Wir müssen darüber diskutieren, ob wir dem Bereich unserer Einkaufskarten, unserer Bankkarten, unserer Karten, mit denen wir sozusagen in der Welt rumspazieren, ob wir da nicht alle Namen entfernen sollten, ob wir nicht zum Beispiel auch bei der Krankenversicherungseinkaufskarte das Bild vielleicht nur noch im Computer haben können oder mit einem kleinen Klappdeckel nur für die Arzthelferin sichtbar machen können. Ansonsten, also alle Karten müssen namensfrei sein und ausschließlich Zahlen haben, die wir halt irgendwo ganz geheim zu Hause verstecken und nur wir wissen unsere Zahl und nur die Polizei, wenn es um Ermittlungen geht und man dann eben fragen muss, haben Sie den Herrn Müller gesehen bei der und der Straftat, dann darf vielleicht ein Mitarbeiter vom Bundeskriminalamt überhaupt noch in den Fort Knox-Raum, in die Fort Knox-Tresore des Statistischen Bundes- und Wahlamtes Wiesbaden rein und darf eine Verbindung herstellen zwischen einer Zahl und einem Namen sozusagen. Aber nur dann, ja? Und auch in den Bürgerhäusern, wenn wir eine Karte verlieren, dann gehen wir in unsere Stadtverwaltung und können anhand unserer Zahl die neue Karte, die dann durchnummeriert wird, erste Karte, zweite Karte, dritte Karte, vierte, fünfte, je nachdem wie oft wir die Karten verlieren oder gestohlen bekommen, jeweils wird dann natürlich immer, die älteren Karten werden natürlich immer voll gesperrt dann, und so haben wir dann eine Situation, wo eigentlich kein Datenklauer mehr irgendetwas mit diesen Zahlen anfangen kann, weil er keinerlei Möglichkeit hat, das mit einem menschlichen Namen zu verbinden. Ja, also wir müssen gucken, ob wir nicht maximalen Datenschutz, wir sollten da große Summen, vielleicht mal 1-2 Milliarden investieren in die modernsten Datenschutzkonzepte, in denen es möglichst nirgends mehr eine Verbindung zwischen Name und Zahl gibt, außer vielleicht für die Kriminalpolizei, wenn sie fragen muss, ja, hat jetzt der Herr Müller die Person umgebracht oder war es der Herr Meier? Ne? Ja, also durch dieses Vorgehen, dass also der Kapitalismus beendet wird durch erst einmal eine völlige Umkehr des Gesamtgesellschaftssystems, werden also die Konzerne zu aktiven Umweltreparierern, solange es sie noch gibt sozusagen, weil sie nur so noch Gewinne erzielen können. Die Konzerne mit ihren Lobbyisten werden den Reformen und dem dritten System, also wie gesagt, ihr könnt es nennen Urkommunismus, echter Sozialismus, mir egal, wie ihr das nennt, also diesem neuen System zustimmen, weil sie selber Menschen sind und von der positiven Wirkung auf ihr eigenes Leben profitieren wollen, weil sie eben, wenn sie diese naturwissenschaftliche Beweisführung hier verstanden haben vorhin, weil sie dann selbst Angst um ihr eigenes Leben bekommen, Angst vorm Kapitalismus bekommen und ihn deswegen selber beenden wollen.
Und da die Dividenden der Aktionäre in der Phase der Transformation, solange die Menschen alle noch geldsüchtig sind und so weiter, von den eingesparten Geldern staatlich gestützt werden, werden auch die Großaktionäre sich nicht gegen das neue System, dritte System, sperren. Die zweiten Scientists for Future. Ach so, das ist jetzt eine andere Geschichte, die nehmen wir auch noch schnell dazu, also für die Lösungsfrage. Die zweiten Scientists for Future wollen mein Leben in ein fast paradiesisches verwandeln, die ideale Welt herstellen. Wie? Durch Abgabe meiner Wohlfühlnote zusätzlich zu meinen Wahlstimmen werde ich zum Herrscher der Welt. Und durch meine Gesundheitskosten. Alle um mich herum bekommen dann am meisten Gewinn, wenn meine Wohlfühlnoten immer besser und meine Gesundheitskosten immer kleiner werden und ich gesund 127 werde. Wenn es mir schlechter geht und ich häufiger krank werde, bekommen alle um mich herum etwas kleinere Gewinne. Alle um mich herum fangen also an, mir zu helfen, gesünder und glücklicher zu leben, wozu sie auch meine Umwelt, meine Nahrung plus die Anbaugebiete reinigen und das Klima reparieren müssen. Zum Beispiel Kohlestopp 26 statt 38. Ich entscheide über alle Gewinne aller um mich herum. Deshalb hört Wirtschaft in Anführungszeichen sofort auf damit, alles zu zerstören und dann teuer zu reparieren. Das spart viel Geld und macht uns alle viel reicher in 100 Jahren 20 bis 50 Billionen Euro reicher. 900 Milliarden davon gehen in den Klimaschutz, bleiben als Restgewinn 49,1 Billionen Euro für uns alle und unsere Wirtschaft übrig. Toll für uns alle, gibt nichts Besseres, endlich dient die Welt den Armen und dem Reichen gleichermaßen. Teilt es, macht es, tut was. Stellt den Kontakt für Greta Thunberg und so weiter her. Mehr Infos, Scientists for Future 2 und so weiter. Ja, das wissen wir. So, ja. Ja, jetzt könnte man zum Beispiel klicken auf wie reformieren. Na, das machen wir dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal klicken wir also hier drauf. Ach, da ist die Maus. Ja. Klicken wir hier so drauf und dann sind wir auf der Seite, wie reformieren, damit man so ein bisschen genauer versteht, wie dieser sanfte Zwischenschritt weg vom Kapitalismus zum Beispiel ein bisschen detaillierter aussehen könnte. Alles klar, bis dann. Sprecht mit Greta, sprecht mit Luisa. Das ist die einzige Chance für die Menschheit, die wir haben. Eine andere Chance gibt es nicht. Alles klar, wiederhören, bis bald.